Manchmal sollte ich ein bisschen überlegen. Ach, eigentlich überlege ich tendenziell sogar viel zu viel. Also wenn jemand viel darüber nachdenkt, was er tut, dann eigentlich ich. Manchmal denke ich so sehr darüber nach, was ich tue, dass ich gar nicht zum Handeln komme. Wenn ich mir immer denke, okay, bevor ich es mache, wie mache ich es am sinnvollsten? Hä? Der ist falsch. Der kommt wieder weg. Der hier ist richtig. Ach, von dem Kamin. Da hat er sich einen falschen angebappt. Ach ja, hier wurde ich unterbrochen. Das sollte ich vielleicht mal erstmal zu Ende bringen. Und ich sollte ihm angewöhnen, den oberen zuerst zu setzen. So. Komme ich da endlich ran? Nee, ne? Shit. Ja, muss ich, glaube ich, nochmal ein Gerüst bauen. Das ist ja ernüchternd. Aber gut, was soll's. Dann hier nochmal hoch. So. Sehr gut. Kann man machen. Und hier nochmal, wenn das überhaupt geht. Da ist nur einer. Ja, da fehlt einer. Halt, den mache ich mal kurz. Der hier fehlt. Der. Ja. Habe ich das Holz aufgenommen? Nein, es ist hier ein Loch. Ich sehe mich schon runterfallen. Obwohl, gar nicht so schlimm, wenn wir runterfallen. Sehe ich gerade. Gut. Dann hier nochmal. Erst den oben, dann den unten. So. Zack, zack. So und so. Hä? Ach so, weil er ein Glas bauen will. Das geht nicht. Stimmt. Soll ich die Fenster wegnehmen? Oder da mir irgendwas überlegen, wie man drumherum baut? Da bin ich mir schon wieder unschlüssig. Und ich glaube, ich werde es mir auch abgewöhnen, euch zu fragen. Das ist nicht böse gemeint, aber ich hatte, glaube ich, ja das irgendwie in 3 Aufnahmen gefragt. Es kam keine Antwort. Es ist überhaupt nicht schlimm, ne? Nur ich warte dann halt auf eine Antwort und so lange mache ich gar nichts. Das ist dann natürlich auch nicht so schön. Warum kann ich den da nicht antargeten? Na komm schon, Alter. Den weg. Dann geht's. Das habe ich mir schon fast gedacht. Diese ganzen Kernholzdinger, die da jetzt so drin stecken. Sehe ich mich auch nachher schon, diese ganzen Friemeleien wieder entfernen. Dass ich da nochmal die Wände von innen abgehen muss oder so. Aber so sei es. So, und hier. Nee. Machen wir mal so. Ja. Und das weiter hochgezogen. Oh, bin ich froh, wenn wir hiermit durch sind. Also natürlich lohnt es sich und es macht ja auch Spaß und so, das alles zu bauen und so ist es ja nicht. Aber es ist halt sehr monoton, ne? So monotone Aufgaben sind immer so, kommt dann immer drauf an. Also wenn es dann irgendwas Kreatives ist, dann mag ich monotone Aufgaben auch. Es gibt auch kreative, monotone Aufgaben. Tatsächlich. Und das mag ich dann auch. Aber das hier ist ja jetzt einfach, wir waren ja schon kreativ, haben uns überlegt, wie wir das Muster machen. Und das Durchführen ist jetzt einfach nur noch stumpf. Das Muster abklappern. Ah, da beginnt genau die Nachtmusik. Perfekt. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und ich muss noch ganz kurz ein kleines Päuschen machen. Ich bin sofort wieder da. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Und wir machen uns sofort wieder frisch ans Werk. Und gehen hier herum. Genau, hier hatten wir schon alles. Hier waren wir, ne? Da. Sehr gut. Shit, hätte ich das Holz mitnehmen können. Huch. Ach, ich habe gar kein Kernholz mitgenommen. War ich schon wieder Brain AFK. Stimmt.
Dann mache ich kurz eine Pause und dann sofort das. Aber gut, da können wir dann auch direkt reparieren, wenn wir hier oben direkt sind. Weil der Hammer ist schon wieder ganz schön down. Bin ich gerade pennen gegangen? Achso, ja, der Morgen. Ah, wunderschön. Am liebsten hätte ich übrigens überall, ne, guck mal, hier sieht man, hier ist zwar Unterkunft, aber, ne, und dann kommt auch die Musik. Aber wenn ich zu weit rausgehe, hier, dann nicht mehr, ne? Aber ich weiß nicht genau, wahrscheinlich, weil hier keine Wände sind, ne? Irgendwie. Finde ich ein bisschen schade, weil die Musik sich dann immer ändert. Irgendwie. Das klingt irgendwie ein bisschen nervig, finde ich. Aber gut, wie auch immer. Wir sind hier und jumpen hier direkt runter, ne? Vorsichtig. Und hier entlang. Sehr gut. Richtig nice. Da sind wir... Na toll. Oh, ich trage zu viel. Dann schmeiße ich hier lieber zwei Kernholz weg. Habe ich nicht gesagt, dass ich runterfallen werde? Ich habe es doch gesagt. Das war doch so klar. Aber gut, Gott sei Dank haben wir hier direkt schon einen Aufstieg. Können das hier mal dicht bauen. So. Und machen hiermit weiter. So und so. Die Sonne blendet mal wieder genau dort, wo wir bauen wollen. So, so, den hier, dann den oberen zuerst, damit ich den unteren besser antargeten, damit ich das nicht versperre, wenn ich den unteren baue, versperre ich mir die Sicht auf den oberen. Oh, verdammt, das ist echt friemelig. Ja, da brauche ich echt noch ein weiteres Gerüst, ne? Oh, da liegt ein Kernholz, kann ich das aufsammeln oder ist das zu hoch? Wenn ich hier so über Eck jump. Nee, ne? Geht nicht. Verdammt! Wenn ich so mache. Huch, was geht denn jetzt ab? Keine Ahnung, hat es gerade gelaggt. Da rutsche ich genau runter, ne? Wenn ich hier so einen dran mache. Was zur Hölle baue ich hier? Aber ich will ja eigentlich auch nur dieses kleine Stück da haben. So. Komme ich da dran? Ja. Und da ist auch noch eins. Hm. Das hängt da jetzt so quer dran. Wenn ich ein Stück nach vorne gehe, jumpe, kann ich es schnappen. Sehr gut. Den weg, der kracht ein. Sehr gut. Hm, das Muster ist vollständig, ne? Ich check mal kurz. Da oben fehlt noch. Querbalken. Und hier auch nochmal dran gebaut. Erst den oberen, dann den unteren. So und so. Und hier und da. Da auch nochmal. So. Und da. Ja, ja, sieht vollständig aus. Sehr gut. Und dann noch die letzte Wand, war diese hier. Oder fehlt da noch eine? Ja, die muss ich auch noch bauen. Shit. Okay. Und hier hatte ich das Problem, dass ich das Raster nicht nach oben ziehen konnte, ne? Ich jump hier mal kurz runter. So. Und ziehe mir mal irgendein Raster nach oben. Wie das hier zum Beispiel. Wenn das geht. Der ist richtig. Da mache ich mal so. Hier auf die Trap. Hätte ich mir mal eine Leiter bauen sollen oder so, ne? Kann ich das aufheben? Ja. Da. Und kann ich den auch antargeten? Nee. Ich reiß mal kurz die Treppe weg. Nehme das Holz auf und da ist er. Der da. Und dann baue ich die Treppe sofort wieder hin. So. Sehr gut. Und dann haben wir doch das Raster nach oben ziehen können. Damit das auch schön alles gleich aussieht und nicht irgendwie krumm und schief. Ne?
So. Sehr gut. Und den obersten kann ich einfach nicht erreichen, ne? Schade. Ja, shit. Aber gut, was soll's. Hm. Hauptsache, wir haben hier die Hilfslinien, die wir brauchen. Die ziehe ich dann auch schon mal. So, so viele wie es geht. Diese übelste... Das übelste Brandgeräusch, weil hier die Dracheneier direkt hinter sind, ne? Hinter der Wand. Auch so richtig unnötig gewesen eigentlich. Aber irgendwie war mir das ein Anliegen. Das mit diesen drei Dracheneiern. So richtig Game of Thrones. Ups. Ah doch, ist richtig. Oder? Ja, ist richtig. Ich habe gerade gedacht, wir haben ein falsches Raster, aber nee, das ist korrekt. So stimmt es nämlich. Sehr gut. Schick, schick. So, und da dran. Und hier und dort. Ist auch richtig. Da oben komme ich noch dran. Ah, jetzt habe ich schon wieder den unteren zuerst gebaut. Was habe ich davon? Nein, das hängt ja wieder da oben. Verdammt! So. Der und der. Sehr gut. Ja, das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Soll ich das auf später verschieben oder... Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Aber so geht's ja nicht. Ich kann so nicht arbeiten. So. Und so. Ja, wahrscheinlich klapper ich dann einfach von innen die Wände nochmal ab. Damit ich alles, was übersteht, sozusagen nochmal benutze. Also alles, was jetzt so da drin steckt, ich sozusagen von innen einsammeln kann. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als wenn ich hier jetzt immer solche akrobatischen Versuche mache, das Holz zu retten. Weil es despawnt ja sowieso nicht. Aber da es nicht despawnt, wird es auch dort bleiben, bis wir es aufgesammelt haben. Und entsprechend sieht das dann so aus, wie es da jetzt aussieht, als ob das ungerade ist. Und dann mit diesem Glitzer oben drauf. Aber gut, wie auch immer. Oh! Das ist ja geil, dass das hier genau passt. Moment, ich targete mal so an. Geht das? Nein, hier ist keine Workbench. Nein, komm schon! Komm schon, komm schon! Bab an! Natürlich geht's nicht, aber wenn ich so mache, vielleicht. Moment. So. Ja, dann kann ich sozusagen den. Hat er dann als Fixpunkt. Klappt das? Auch das klappt nicht. Das ist aber schade. Weil ich will das hier nicht wegreißen. Muss ich aber, ne? Ja, dann geht's. Problemlos. Gut. Dann baue ich es wieder hin. Oder sollte ich das auch als letztes machen? Ich habe keine Ahnung. So. Und hier ziehe ich auch mal runter, wenn das geht. Ja, das geht. Ist sogar, glaube ich, noch im Raster. Soll ich das Raster hier lassen? Nee, ne? Sollte hier auch sein. Oh, weder Kernholz noch Workbench. Alles klar, wir gehen wieder nach oben und holen uns neues Kernholz. Dann sollte die Kiste allmählich auch, obwohl, nö. Ja, tatsächlich hat das vollkommen ausgereicht. Hatten wir hier nicht noch Holz? Hier, ne? Ja. Oh, Entschuldigung. Da war ich schon wieder übereifrig und bin in die Aufnahme gejumpt, ohne vorher nochmal was ordentlich zu essen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einfach immer während des Spielens kommt. Weil das so ein bisschen energieraubend ist, ne? So mit aufnehmen und moderieren und bla. Hä? Warum habe ich hier denn keine Workbench? Hier habe ich eine. Okay. Ja, dann baue ich hier mal kurz eine. Dafür habe ich jetzt extra die 10 Holz mitgenommen. So.
Und 45 Grad. Ach, gleiches Problem. Shit. Oh. Hier ragt es durch. Dann können wir das als Raster nehmen. Immerhin. Warte mal. Ist das richtig? Moment, ich baue das erstmal zu Ende. So und so. Und hier mache ich auch mal kurz, damit ich im gleichen Raster bin. So. So. Und zack. Sieht irgendwie schief aus. Oder sieht das nur so aus? Keine Ahnung. Das weg, das weg. Verdammt. Kann ich hier drauf jumpen? Nein. Will er nicht. Gut, dann lasse ich die Kernholzsachen da erstmal so hängen. Das hier nehme ich auch raus. Doch, das sieht eigentlich ganz okay aus. So. Und hier. Und so. Der ragt rüber, ne? Ja. Da mache ich so. Zack. Die hier kann ich wieder abreißen. Da mache ich ebenfalls so. Mit Shift. Ragt so weit rüber, ne? Och Mann. Nimm mal deinen Schädel da weg. Ich sehe nix. So geht's. So kann ich sehen. So weit hoch, wie es geht. So. Und hier genauso. Und so hoch, wie es geht. So. Zack. Ach, das hatte ich ja gerade schon versucht. Da komme ich nicht ran. Hier fehlen noch Querbalken. So. Und hier dran. Und dort dran. So weit zurück, wie es geht. Und da dran. Halt! Was habe ich denn hier gebaut? Oh oh. Der ist falsch. Moment mal. Das ist das richtige Raster. Ja, der hier ist falsch. Ja, da sieht man's. So muss ich's bauen. Habe ich fast einen Fehler gemacht. Aber den erkennt man ja sofort, wenn das Raster nicht mehr stimmt. Komme ich da dran? Ja. Sehr gut. Sieht vollständig aus. Da liegt auch noch ein Kernholz oben. Aber gut. Ja, das ist alles soweit okay. Den reiße ich nochmal weg. Schieb den so rein. Noch weiter oben. So. Und oh, verdammt, dass ich die dann immer noch mal alle wegreißen muss. Das nervt ein bisschen. Aber das kann ich ja vorher immer nicht wissen, ne? Welche schon gebaut werden können und welche noch nicht. So. Und hier und da. Die gehen alle bis zu dieser Kante. Da mache ich nachher natürlich die Balken dran, damit das hier schön bündig aussieht. Diese hier habe ich hochgezogen, damit ich hier den Raster nutzen kann. Das mache ich auch mal eben. So und so. Und der und dieser hier. Gut.